dass ich dich jemals nochmal sehe, ne? Ey, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, ne, Piro? Hm? Du schnurrendes Kleinigkeiterchen, du? Hm? Ja. Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, zu einem Update rund um Pedro und seinem grandiosen Auftauchen hier wieder bei uns, als wir den Süßen gefunden haben. Es ist Wahnsinn, dass er wieder da ist. Ich freue mich so. Ich muss ja gleich wiederholen. 407 Tage war der Kater jetzt weg. Jetzt ist er endlich wieder zu Hause und also man glaubt gar nicht, wie sehr man an so ein Tier hängt und wie uns das einfach den Boden unter den Füßen gerissen hat, denn wir haben ja überhaupt nichts mehr hier für den Kater gehabt, um das mal klarzustellen. Wir haben alle Sachen, die wir für die Katze jemals in den 10 Jahren hatten, ans Tierheim gespendet und wir hatten gar nichts mehr. Wir hatten keine Transportbox, wir hatten keine Futterschalen, wir hatten kein Körbchen, das ist provisorisch, das ist so ein Bananenkorb mit einem Kissen. Wir hatten überhaupt nichts mehr, also Katzenklo geschweige denn, das hatten wir auch nicht. Und ich bin froh, dass also wirklich an dem Tag, weil das noch ein Sonntag war, ein verkaufsoffener Sonntag bei Hüppis war und wir da nämlich einige Sachen dann kaufen konnten. Naja, wir brauchten ja unbedingt, haben wir provisorisch eine Kiste genommen, haben da Katzenstreu reingetan, haben ein bisschen Futter gekauft. Und man weiß ja gar nicht überhaupt, wie man dann jetzt reagieren soll, ne? Weil das Tier ist dann da, jetzt hatten wir noch ein anderes Tier, und zwar den Hund, die Ara. Und wie das sich dann alles arrangiert, wo viele mich auch direkt angesprochen haben. Aber ich bin natürlich erstmal super glücklich, dass er jetzt wieder hier ist. Und man kann sagen, jetzt in den Tagen, in der eineinhalbige Woche, wo er jetzt hier ist, er hat sich super gemacht, also so wie man ihn jetzt sieht, sich säubern, also der sah aus, natürlich, man sieht, das sieht auch nicht so toll da unten aus mit dem Fell, ne? Das ist immer noch ein bisschen gelblich unten am Bauch. Wir haben den zwar jetzt schon einmal mit Flohshampoo gewaschen, aber wir wollen ihn jetzt nicht weiter deswegen waschen, wir mussten ihn nur einmal grundreinigen, weil das war uns wichtig. Dennoch, wie gesagt, der kam nicht nur schmutzig hier, also wir haben ihn nicht nur schmutzig gefunden, man hat ja im Video gesehen, meine Mutter hat ihn dann zu sich genommen und der war ja sofort, naja, das war eine Erkennung, der war, das ist der Hund des Nachbarn, der war, man hat ihn gerufen, der hört auf seinen Namen, der war total, also ich habe den dann auch im Auto gehabt, bei mir auf dem Arm und der hat geschnurrt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Also, was der Dumbatz da das eine Jahr gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall von jemandem, der hier bei uns in der Stadt nämlich oft freilaufende Katzen füttert. Und zwar haben wir mit dem schon ganz oft halt Spendenaktionen gemacht, dass wir dem Sachen gespendet haben. Und der wusste das auch. Und er hat uns so oft immer gesagt, dass da auch Katzen sind, die so ähnlich aussehen wie sie. Sind wir so oft währenddessen mal hängen. Wir hatten sogar eine andere, das wisst ihr ja gar nicht, eine andere schwarz-weiße Katze hier bei uns zu Hause. Es war aber nicht der Pero, weil wir die dann behalten wollten. Aber das war noch ganz am Anfang. Da hatten wir auch noch nicht den Hund, aber die war zu wild. Sprich, also, dann haben wir die dann zurückgegeben, dann auch zur Katzenhilfe. Und dann haben die dann, ich glaube, kastriert oder sterilisieren lassen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann, dass die halt weiterhin wild da sein kann. Der kümmert sich dann auch, dass halt die Tiere, wenn da Kitten sind oder so, dass die Eltern dann kastriert werden und die dann vermittelt werden, damit die nicht mehr wild bleiben. Aber wir haben bei uns halt das Problem, dass trotzdem viele Katzen bei uns, weil wir haben ja ein bisschen ländlich hier bei uns in der Stadt, trotzdem halt einfach nicht ausgesetzt, aber um die wird sich nicht mehr gekümmert und wenn die nicht sterilisiert oder kastriert sind, haben wir eben halt hier viele Babys. So, aber der Pero ist ja kastriert, also das ein Jahr hat er sich nicht reproduziert, wo er jetzt hier weg war. Auf jeden Fall hat der Mann, jetzt ist meine Kamera ausgegangen, hat der Mann, der sich halt auch immer da um die Katzen kümmert, die freilaufen, da füttert die zweimal täglich, hat uns halt vorher immer, also hat gesagt, er hätte eine gesehen, aber es war halt nie er. Aber er muss sich in diesem Raum dort bewegt haben, weil er hat uns gesagt, diese Katze, also es muss er gewesen, hatte Angst, über die Straße zu gehen, an den Bahngleisen, weil an dem Tag, wo Pedro ja verschwunden ist, gab es einen riesen lauten Katzenkampf und wir denken auch, dass er damit beigewesen ist und irgendwie vertrieben worden ist, weil sonst käme er ja nicht auf die Idee, so weit weg zu laufen und dann war, sage ich jetzt mal, nur 2 Kilometer hier von uns entfernt.
Auf jeden Fall war der aber erst die letzten paar Monate da oder wurde von dem gesichtet. Und den Rest hat er ihn halt auch nicht gesehen und wir wissen auch nicht, was in der Zeit passiert ist. Auf jeden Fall haben wir den Kater dann gefunden, ihn natürlich dann mitgenommen. Wie gesagt, wir haben hier überhaupt nichts mehr, überhaupt nichts an Katzensachen. Mussten ihn erstmal aber trotzdem baden mit Flohshampoo. Denn, wie gesagt, es bleibt ja nicht aus, dass eine Katze dann Flöhe hat. Wobei, jetzt sind es nicht so viele Gehwesen, weil es ja auch ein bisschen kühler ist. Natürlich, die sterben jetzt den Winter nicht ganz ab. Da freue ich mich riesig dann drauf auf die kommende neue Sommersaison, wo dann das ganze Kleinvieh dann auch wieder zum Leben erweckt wird in Massen. Aber dennoch war es wichtig, dass er erstmal davon los wird. Und er hatte so einen kugelrunden Bauch, wo man erst gedacht hat, boah, der ist ja gut im Futter, ne? Aber das war überhaupt nichts, weil als wir ihn geballt haben, wie jeden einzelnen Knochen hier von der Wirbelsäule, haben wir gemerkt, also richtig, weil die Katzen haben normal, wenn du die streichelst, spürst du das nicht so. Ne? Das kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, richtig abgemagerte hintere Rückenstruktur, wo man jeden Rippchen fühlt und dann den aufgequollenen hinteren Bauch, der halt auf einen Wurmbefall dann hingewiesen hat, ne, ist ja klar, hat da auch eine Kur jetzt gegen gekriegt. Der hatte Durchfall am Anfang ohne, also das, boah, richtig, richtig schlimm. Der hat auch gar nicht am Anfang gut gefressen, aber jetzt frisst er wenigstens gut und er kriegt auch also viel, weil er muss ja auch zunehmen. Der hat jetzt die Hälfte seines Gewichts verloren. Er wog ja mal zwischen, ja, 7 bis 8 Kilo. Jetzt wiegt er 4 oder 3, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber ist ja auch kein normaler europäisch Kurzer, sondern britisch Kurzer Mix mit drin. Deswegen auch dieses Fell. Und der sieht auch, also ich finde immer, ich erzähle so viel drumherum, aber er sieht halt so flauschig und was weiß ich nicht aus. Aber ich kann euch sagen, das Fell war so eklig und schmantig und unten triefend nass mit allem Möglichen. Der hat sich auch am Anfang, wo wir den hier hatten, eingepinkelt. Wir haben gedacht, boah, nicht, dass er irgendwas an der Blase hat und inkontinent geworden ist. Der ist ja jetzt auch 11. Aber da ist alles in Ordnung. Das war nur der Stress. Und er hat sich wahrscheinlich auch immer dann irgendwie auf der Straße, also draußen, eingepinkelt gehabt. Weil das ganze Fell immer voll und klebrig war. Aber hier benutzt er jetzt das Katzenklo. Das haben wir bei uns hinten im Wintergarten und wegen den Parasiten allem möglichen haben wir den jetzt auch hier drin. Er macht keine Anstalten, selber hier raus zu wollen. Wenn es hier abends richtig kalt wird, machen wir hier die Heizung an. Und der hat ja Winterfell, das macht ihm auch nichts. Der kuschelt sich ja da immer ein. Hier unser provisorisches Körbchen für ihn. Das waschen wir dann auch öfter. Hier sind jetzt nur ein paar, also viele Haare, weil wir den auch gekämmt haben, weil das ja auch wichtig ist, um zu gucken, dass da ja nichts nochmal rauskommt. Und ab und an darf er schon rein. Aber wie gesagt, hier ist die Tür. Alle Leute. Da müssen wir aber schauen, weil wie das dann mit dem Hund ist. Haben mich schon viele gefragt. Werden wir aber in Zukunft noch ein Video drüber sehen. Weil wir wissen ja auch nicht, was sollen wir mit dem machen? Sollen wir den jetzt, also seine ganze weitere Lebenslaufzeit hier dann lassen? Oder möchte er dann doch rein, dass wir ihn dann so rauslassen? Weil wenn, dann müssten wir das wie eine Art Gehege hier machen, dass er hier wirklich den Ausgang hat, wenn er nicht rein möchte dauerhaft. Und dass er dann auch halt, na, aber müsste man schauen, weil innen drin müsste er dann auch wieder lernen, aufs Katzenklo zu gehen. Aber das hat er hier schon gut gemacht, weil er hatte auch am Anfang ein paar Mal auf das Kissen genässt und wir gedacht haben, oh wei, aber vom Tierarzt her wurde nichts da festgestellt, weil der hatte ja auch mal die Blasensteine. Und das war auch eine Sache, wo der fast hopp gegangen wäre. Aber naja, der Pedro hat einen Willensgeist, ne? Und der ist hier hoch. Und dann bist du jetzt wieder hier. Und jetzt hat er sich eingekuschelt. Und der hat auch hier an der Nase, sieht man jetzt, ich hatte ein paar Narben von Kämpfen, die er geführt hat. Dann hat er hier noch so knabberte, aber die Ohren sind nicht mehr so ganz. Dann hat er da hinten noch in der Flanke 2 kleine Wunden gehabt. Die sieht man jetzt aber überhaupt nicht mehr, weil da Kruste drauf ist. Und der hat jetzt mega viele Schuppen. Also das Fell ist zwar jetzt weicher geworden und flauschiger wieder, aber er hat jetzt so viele Schuppen, das ist Wahnsinn, weil ich weiß ja gar nicht, was der alles gefressen haben muss. Und ich denke nicht bei seinem Können, dass er sich so viele Tiere gefangen haben muss, weil er halt so dünn gewesen ist. Na, da sehen gut gefütterte, selbstversorgende Katzen anders aus. Aber irgendwie hat er es ja auch geschafft. Ne, mit Hängen und Würgen. Und Husten hat er leider immer noch ein bisschen. Ist wegen der Kälte, weil er sich halt was, das sieht so süß aus, erkältet hat. Aber es sollte mit der Zeit und mit der Pflege, weil es hier drin nicht so kalt ist und er ja dann auch irgendwann ganz rein darf, weggehen. Aber Leute, wir müssen jetzt auch katzengerecht alles erstmal wieder irgendwie
ja, holen, wenn, also Kratzbaum, Kratzenklo, alles Mögliche, was wir dann abgegeben haben. Und erstmal schauen jetzt, wie es weiterhin mit ihm geht, weil wir hoffen jetzt nicht, dass sich sein Gesundheitszustand plötzlich wieder verschlechtert oder so, weil er erstmal zunehmen muss und dass auch die restlichen Parasiten dann da weg sind. Und also wegen die Flöhe, da hat er ja auch so ein Zeug gekriegt, dass sie sofort absterben. Wir haben hier zwar immer alles gründlich sauber gemacht, weil mittlerweile bin ich da ein bisschen ambitioniert drin, weil die Hamster ja mal Milben hatten und man hier alles Mögliche sauber macht. Hier wird auch immer, auch hier selber wird durchgesaugt und das Ganze dann auch mit Desinfizierungsmitteln und was weiß ich nicht. Und es gibt ja auch Lavendelkerzen und sowas, aber es sind Hausmittel oder sowas, die es für die Viecher dann auch gibt. Er hat jetzt selber nichts mehr, aber trotzdem muss das ja auch wieder wiederholt werden in einigen Wochen, damit dann ganz alles weg ist. Natürlich, der Hund wurde dann direkt auch versorgt, weil wir dann Angst hatten, dass der Hund dann auch was hat. Aber das ist eigentlich alles paletti. Und ich bin einfach nur mega froh, dass er wieder da ist. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man sich dann einfach so für Sorgen macht. Und man sich denkt, was ist passiert? Wir haben auch die Annahme irgendwie, dass er eventuell festgehalten worden ist. Aber es ist eine andere Geschichte und die ist ziemlich, und die ist zu privat, die möchte ich hier gerne nicht in YouTube erzählen. Es ist ja auch nur eine Vermutung, ich will auch niemandem was unterstellen oder so. Aber es passt zeitlich eigentlich alles so gut zusammen. Und ja, Pedro hat sich um 180 Grad charakterlich gedreht. Er ist mega verschmust. Er will nur Aufmerksamkeit. Natürlich, jetzt schläft er, ist klar. Aber er ist wirklich... Ich denke mal, der hat eine harte Zeit mitgemacht und ist froh, dass er wieder hier ist. Der ist auch durch die Wohnung kurz spaziert, als hätte der nie was, also als hätte der nie irgendetwas anderes getan. Wer Pero jemand gekannt hat, der weiß, es war ein Angstkater, der war sehr zurückhaltend, vorsichtig, aber irgendwie hat sich das hier bei ihm völlig gedreht und ist einfach ein anderes Schätzchen. Dennoch, wir müssen gucken, ich halte euch auf den Laufenden. Und jetzt müssen wir erstmal ihn noch weiterhin aufpäppeln, dass er was zunimmt und dass er noch, also die Rest an Viechern da weggehen und auch mit dem Husten, dass es dann auch weggeht. Und wie gesagt, aufpäppeln, ein bisschen betüdeln, das was er nicht hatte. Ich meine, der ist ja froh, dass er wenigstens das hat. Schaut euch bitte hier dieses provisorische Katzenbett an. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also... Naja, kann man ja wenigstens, also man kann es sehr oft waschen, das ist auch gut wegen der Hygiene dann. Und der Kleine will einfach nur schlafen, fressen, dann geht er aufs Katzenklo und dann macht er eigentlich das durchgehend, ne? Ist ja auch nicht mehr ganz so jung und das sollte man berücksichtigen, ist ja schon ein bisschen älter. Das war es jetzt mit dem Update. Ich wüsste nicht noch, was ich euch sagen sollte, außer dass ich so erleichtert bin. Also manchmal kann ich jetzt selber nicht glauben, was wir hier alle haben. Hund, Katze, Hamster. Und ja, lasst ein Like da. Wollt ihr mehr Updates von Pedro hören? Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht berauschend zeigen, wie der hier durch die Gegend hüpft und sich einen abfreut, weil der ist einfach immer K.O. Ihr hättet den mal die ersten Tage erleben müssen. Dann war der wie ein Häufchen Elend. Wir haben gedacht, scheiße. Aber der hat es geschafft. Und dennoch gucken wir noch weiterhin, wie es läuft und wie es funktioniert mit dem Hund vor allem. Und der kleine Pupsi, der genießt jetzt erstmal hier sein Zuhause und sein altes, neues Leben. Daumen hoch, bleibt auf den neuesten Stand bei mir. Und wie gesagt, ich hoffe, das wird alles so funktionieren und dass das auch weitgehend dann bleibt, weil ich habe den so vermisst. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was meine Katze? Ich habe dich 10 Jahre gehabt, ne? Ja, du bist so süß. Ich hab dich so lieb, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm? Und dann schnurrst du wieder. Hm? Du bist so toll. Hm? Ja. Dann schön mit Ö. Na, mein Schatz, gleich noch ein bisschen kuscheln, dann schläfst du eh weiter, ne? Hm? Du bist schon ein kleiner Rentner, ne? Genau. Tschüss, Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Update.